Hallo, willkommen bei den Lösungen zu den Übungsaufgaben. Erste Aufgabe, Standardform. Bekannt ist Volumen 35 Kubikzentimeter und die Masse 314 Gramm. Gesucht ist die Dichte Rho. Wer die Formel kennt, kann sie auch dazu schreiben. Formelzeile, Rho ist m durch v, einsetzen. Für m 314 Gramm. Durch und für V 35 Kubikzentimeter. Den Taschenrechner fragen 314 durch 35 8,97 und bei den Maßeinheiten Gramm pro Kubikzentimeter. Nicht verschlüsseln. So, in die Antwort gehört die Dichte der Walze beträgt 8,9 Gramm pro Kubikzentimeter. Und wenn ich das in der Dichtetabelle mal durchsehe, kommt Kupfer dem am nächsten. Also wahrscheinlich die Walze aus Kupfer. Nächstes Spiel. Die Masse sind 51 Gramm und das Volumen 19 Kubikzentimeter. Wieder gesucht die Dichte. Formel. Rho ist m durch v. Einsetzen. Rho ist Masse 51 Gramm, Volumen 19 Kubikzentimeter. Taschenrechner ist dran. 51 durch 19. 2,68. Maßeinheit Gramm pro Kubikzentimeter. Das war unser Ergebnis. Die Antwort jetzt dazu. Die Dichte der Kugel beträgt 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter. Und das ist nicht mehr ein Wert für Plaste, sondern da kann ich ziemlich sicher sein, dass die Kugel aus Glas besteht. Nächster Tabs. Unser Zinnsoldat hat eine Masse von 8,5 Gramm, ein Volumen von 1,2 Kubikzentimetern. Gesucht ist die Dichte und wenn ich die weiß, kann ich sagen, aus welchem Material er besteht. So, Formel, Rho ist m durch v, einsetzen. 8,5 Gramm durch 1,2 Kubikzentimeter. Und der Datenrechner bringt mir 7,08 Gramm pro Kubikzentimeter. Ja, wenn ich da in der Tabelle nachgucke, finde ich dort in der Nähe die Dichte von Zinn und die Dichte von Alu 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist es bestimmt nicht. Die nächste Aufgabe hat schon wieder eine Gemeinheit auf Lager. Und zwar ist diesmal nicht das Volumen gegeben, sondern nur die Größen, um das Volumen selber auszurechnen. Erster Schritt also, ich muss mir überhaupt erstmal das Volumen ausrechnen. Beim Quader habe ich das noch drauf. V ist A mal B mal C. Und dann muss ich eben rechnen. 11 cm mal 5 cm mal 3 cm. Zahlenwert 165 und Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter, Zentimeter hoch 3, also Kubikzentimeter. Und erst dann, wenn ich das Volumen weiß, kann ich zum zweiten Teil übergehen. Dann habe ich also das Volumen gegeben und die Masse von 104 Gramm. Und dann kann ich auch die Dichte ausrechnen. So, Rho ist m durch V. Masse waren 104 Gramm, Volumen musste ich mir erst ausrechnen, 165 Kubikzentimeter. Zahlenwert für die Dichte 0,63, Maßeinheit wie gehabt, Gramm pro Kubikzentimeter. Ja, und bei Holz
rechnet man immer so zwischen 0,6 und 0,9, je nachdem, was für eine Holzsorte das ist, wie frisch das Holz ist und wie schwer das ist. Weiter geht's. Gegeben in der Aufgabe eine Masse von 2 Tonnen. Und gegeben ist auch die Dichte von 1,5 Tonnen pro Kubikmeter. Und gesucht ist das Volumen. Formeldreieck dahin. Rho ist m durch v. Wenn das Volumen gesucht ist, heißt es also m durch Rho. Volumen ist Masse durch Dichte. Einsetzen. Die Masse 2 Tonnen und die Dichte 1,5 Tonnen pro Kubikmeter. 2 durch 1,5, Zahlenwert ist also 1,33. Tonnen und Tonnen kürzen sich weg und der Doppelbruch schickt die Kubikmeter wieder nach oben. Also Ergebnis 1,33 Kubikmeter. Auch bei der nächsten Aufgabe wieder in zwei Schritten. Erster Teil, das Volumen ausrechnen. Das ist diesmal ein bisschen schwerer, weil das eine Pyramide ist. Und im Tafelwerk finde ich aber die Formel dafür. Das Volumen einer Pyramide ist ein Drittel Grundfläche mal Höhe, also ein Drittel a Quadrat mal h. Einsetzen. Ein Drittel 230 Meter ins Quadrat und auch die Meter ins Quadrat. Und die Höhe 146 Meter. Na, jetzt kommen ganz schön große Zahlen raus. 230 ins Quadrat mal 146 und das dann durch 3. Oh Gott. 2.574.000 Kubikmeter. So. Und damit habe ich das Volumen der Pyramide. Und im zweiten Teil der Aufgabe rechne ich dann aus dem Volumen die Masse. Also wie viele Tonnen sind das? Ja, wird eine ganze Menge, schätze ich. Gegeben ist das Volumen, das ich im ersten Teil ausgerechnet habe. Und gegeben ist auch die Dichte von Sandstein, so 2,6 ungefähr. Tonnen pro Kubikmeter. Gesucht ist die Masse. Formeldreieck. Rho ist m durch v. Also wenn ich die Masse suche, Rho mal v. Und dann kann ich loslegen. Masse ist also 2,6 Tonnen pro Kubikmeter mal 2.574.000 Kubikmeter. Beim Ergebnis komme ich also jetzt auf über 6 Millionen und Kubikmeter kürzen sich weg, es bleibt also Tonne als Maßeinheit übrig. 6 Millionen Tonnen wiegt das gute Stück. So, die Antwort: Die Pyramide hat eine Masse von 6.693.000 Tonnen. Und dann weiß man, dass ein normaler großer LKW 40 Tonnen fahren kann. Nochmal eine Aufgabe mit ein bisschen Vorstellung. Der Auftrieb für ein solches Schiff wird bestimmt von der verdrängten Wassermenge. Also wie viel von dem Volumen des Schiffes ist unter Wasser und das Volumen
bestimmt den Auftrieb. So. Wenn der Kahn 40 Meter lang und 5 Meter breit ist und 60 Zentimeter eintaucht, kann ich damit also das Volumen ausrechnen. Das ist also jetzt das Volumen des verdrängten Wassers. Wie viel Wasser wird verdrängt? Und das muss ich erstmal ausrechnen. Na gut, komme ich auf 120 Kubikmeter. Beim Wasser weiß ich, dass ein Kubikmeter Wasser genau eine Tonne wiegt. So, und jeder verdrängte Kubikmeter Wasser bringt also eine Tonne Auftrieb. Damit weiß ich, wenn 120 Kubikmeter Wasser verdrängt werden, habe ich also einen Auftrieb von 120 Tonnen. Und damit weiß ich, wie schwer das Schiff ist. Denn wenn es leichter wäre, würde es nicht so tief einsinken. Über das Volumen und die Masse des verdrängten Wassers kriege ich also das Gewicht des Schiffes raus. Das war leer. So, und jetzt soll in das Schiff noch Sand rein. Also im leeren Zustand einen Tiefgang von 0,6 Metern. Und wenn der Sand ist, dann darf es maximal 1,5 Meter tief sein. Also durch den Sand darf es weitere 0,9 Meter tiefer ins Wasser sinken. Mehr Sand darf nicht rein, sonst wird es irgendwo mal auf Grund laufen, wenn nicht so viel Wasser in den Flüssen ist. So. Das Schiff ist weiterhin 40 Meter lang, 5 Meter breit und wenn es zusätzlich um 0,9 Meter einsinken darf, habe ich also ein Volumen von 40 Meter mal 5 Meter mal 0,9. Da kommt, glaube ich, 180 raus. Also, Taschenrechner sagt 180, die Maßeinheiten Kubikmeter. 180 Kubikmeter Wasser können durch die zusätzliche Beladung verdrängt werden. Ja, und 180 Kubikmeter Wasserverdrängung bedeuten 180 Tonnen Auftrieb. Es dürfen also auf das Schiff 180 Tonnen Sand noch geladen werden. Dann bleibt es bei einer Eintauchtiefe von 1,5 Metern. Die Frage ist aber jetzt 180 Tonnen. Und aus denen wollen wir mal die Kubikmeter rauskriegen. Also, wie viel Kubikmeter Kies kommen da auf das Schiff? Gegeben ist die Masse, gegeben ist die Dichte und gesucht ist das Volumen. Für die Formel brauche ich wieder das Formeldreieck. Rho, m, v. Wenn Volumen gesucht ist, m durch Rho. V ist also m durch Rho. Einsetzen. Masse 180 Tonnen. Rho 1,5 Tonnen pro Kubikmeter. 180 durch 1,5, das kriegen wir hin, sind 120. Und wieder der blöde Doppelbruch. Tonne kürzt sich raus, Kubikmeter kommt wieder nach oben. Also ein Ergebnis von 120 Kubikmetern. So, jetzt geht's ums Arbeitszimmer. Der erste Teil ist ziemlich einfach. Gesucht ist nämlich erstmal das Volumen vom Raum hier. Die Längen sind bekannt: 4,30 Meter, 5,20 Meter und 2,70 Meter die Höhe. Gesucht ist das Volumen.
Das dürfte keine große Hürde sein. V ist A mal B mal C. Einsetzen. 4,30 Meter mal 5,20 Meter mal 2,70 Meter. Das Ergebnis bringt mir der Taschenrechner etwas über 60. Und dann Meter mal Meter mal Meter, Meter hoch 3. Wir sagen Kubikmeter. So, und jetzt kommt der zweite Teil. Die Masse berechnen. Gegeben, jetzt weiß ich das Volumen von dem Raum. 60,37 Kubikmeter. Die Dichte von der Luft weiß ich auch. 1,23 Kilogramm pro Kubikmeter. Und gesucht ist die Masse der ganzen Luft. Formel Dreieck. Rho ist m durch v, wenn ich die Masse haben will, rho mal v. Formel also. M ist rho mal v. Einsetzen. Masse ist 1,23 Kilogramm pro Kubikmeter mal 60,37 Kubikmeter. Ergebnis. Taschenrechner sagt 74. Und die Maßeinheiten, es kürzen sich die Kubikmeter weg, es bleibt wirklich dann Kilogramm übrig. So, und wenn ich hier sitze, möchte ich das alles gar nicht glauben, dass in diesem kleinen Raum hier 70 oder 74 Kilogramm Luft drin sind. Das glaube ich eigentlich immer erst dann, wenn ich mal an einem stürmischen Tag draußen bin und mitkriege, welche Kraft die Luft hat. Ansonsten sind wir so daran gewöhnt, das merken wir gar nicht. Das wird jetzt ein bisschen mathematischer. Wir haben also eine Höhe von 0 und da haben wir eine Luftdichte von 1,23 Kilogramm pro Kubikmeter. In 5 Kilometer Höhe haben wir nur noch die Hälfte. In 10 Kilometer nochmal die Hälfte von dem Wert, also nur 0,3 Kilogramm im Kubikmeter. Nur noch ein Viertel. So, bei 15 Kilometern wird der Wert nochmal halbiert. Und bei 20 Kilometer haben wir dann nur noch eine Dichte von 0,07 und ein bisschen was Kilogramm im Kubikmeter. So, und das kann man jetzt fortsetzen, 25 Kilometer Höhe. Und ja, ordentlich wie wir sind, schreiben wir noch eine Überschrift, Dichte in Kilogramm pro Kubikmeter. Und vorne waren die Höhen. Ja, und das macht man einfach weiter, bis man irgendwo eine Höhe von 100 Kilometern hat. Oder man nimmt den Taschenrechner und sagt, 1,23 soll 20 mal geteilt werden durch 2. Also, wir teilen durch 2 hoch 20. Und dann kommen wir auf einen komischen Kommawert. Nächste Aufgabe, die mit dem Ballon. Zwei Kräfte wirken auf den. Das eine ist das Gewicht und die andere Kraft ist der Auftrieb. Auftrieb erfährt der Ballon also durch die verdrängte Luft. Der Auftrieb ist also das Gewicht der verdrängten kalten Luft. Und das Gewicht, das ist uns vertraut, das ist einmal das Gewicht der heißen Luft im Ballon, die hat ja trotzdem Gewicht, und dazu kommt noch der ganze Kram dazu. Die Ballonhülle, der Korb, der Brenner, der Pilot und so weiter. Und das können wir jetzt einfach mal durchrechnen. Erster Teil ist der Auftrieb. Wie viel kalte Luft wird verdrängt? Gegeben ist ein Volumen von 3000 Kubikmetern. Und die Dichte der kalten Luft kennen wir auch. Wir setzen hier 1,23 Kilogramm pro Kubikmeter. Gesucht ist M. Formel. M ist, na gut, machen wir noch mal das Formeldreieck. Rho mal V. Einsetzen. 1,23
Kilogramm pro Kubikmeter mal 3000 Kubikmeter. Taschenrechner ran. Und der schreibt 3600 und ein bisschen was. Kubikmeter kürzen sich wieder weg, es bleibt Kilogramm übrig. Wir haben also einen Auftrieb von 3690 Kilogramm. So, und im zweiten Teil, was soll denn da alles in die Luft gehen? Das ist einmal das Gewicht der heißen Luft. So, da müssen wir einfach die gleiche Aufgabe nochmal rechnen, aber diesmal mit einer Dichte von 1,04. Das machen wir jetzt mal ganz kurz. Das Ergebnis wäre also dann 3120 Kilogramm. Die heiße Luft ist also 570 Kilogramm leichter als die kalte Luft. Wir haben also 570 Kilogramm Tragfähigkeit für den Ballon. So, das muss die Ballonhülle sein, der Korb, der Brenner, der Pilot, vielleicht noch zwei Gäste mit dabei. 570 Kilogramm kann das Ding tragen. So, zum Schluss noch eine fiese Aufgabe. Die kommt erstmal ganz freundlich daher. Wir haben eine Eisenstange, die ist 3,2 cm im Durchmesser. Und davon soll ein Stück abgesägt werden, das dann genau 1 Kilo schwer ist. Wie lang muss das Stückchen sein? Den ersten Teil der Aufgabe haben wir schon. Das war die Beispielaufgabe mit dem 1 Kilogramm. Aus einem Kilogramm habe ich ein Volumen von 127 Kubikzentimetern ausgerechnet. Und jetzt kommt der zweite Teil, der da noch dazugehört. Was ich weiß, ist ein Volumen von 127 Kubikzentimetern. Das war das Zwischenergebnis. Was ich weiß, ist ein Durchmesser von 3,2 Zentimetern. Und gesucht ist die Höhe. Bevor es jetzt richtig losgeht, werden die Zentimeter des Durchmessers noch in den Radius umgerechnet, also Radius 1,6 Zentimeter. Aber eine Formel habe ich nicht. Was ich kenne, ist die Formel für das Volumen eines Zylinders. Und da steckt auch die Höhe h drin. Und wenn ich jetzt keinen Bock habe auf Formel umstellen, Formeldreieck oder sonst was, dann kann ich es auch mal so versuchen, wie wir es jetzt machen. Ich setze einfach ein. Für das Volumen die 127 Kubikzentimeter, für Pi 3,14, für r Quadrat 1,6 hoch 2 und Zentimeter hoch 2. Aufpassen dort. So, und am Schluss die Höhe. Ja, ich kann noch ein bisschen rechnen. 3,14 mal 1,6 ins Quadrat. Und jetzt habe ich eine Gleichung, die sieht fast so aus wie 12 ist 3 mal x. Was bei der Unbekannten stört, sind also die 8,04 Quadratzentimeter. Na klar, das haben wir bei den Gleichungen schon gemacht. Ich muss teilen. Und das tue ich auf jeder Seite. Ich betrachte das Ganze also wie eine ganz normale Gleichung jetzt. So, ich teile durch 8,04 Quadratzentimeter, mache das auf der linken Seite und habe auf der rechten Seite jetzt die Höhe alleine zu stehen. So, und das kann ich ausrechnen. 127 durch 8 bringt mir der Taschenrechner 15,8 Zentimeter hoch 3 geteilt durch Zentimeter hoch 2 sind einfach Zentimeter. Und damit habe ich die Höhe für das Eisenstückchen ausgerechnet. Also, das abzusägende Stück muss 15,8 Zentimeter lang sein. Jetzt haben wir nochmal das Formeldreieck.
Mit ein bisschen Schummel geht das auch. Die Formel für den Zylindervolumen ist Pi r² mal h. Wenn ich Pi r² als einen Faktor ansehe, dann passt das Ganze ins Formeldreieck rein. So. Pi r² als ein Faktor, Höhe als der zweite und dann kommt v oben hin. Wir gucken gleich mal, v ist Pi r² mal h, ja, stimmt. Aber wir wollen ja eine Formel für die Höhe h. Also gucken wir hier mal. Höhe ist v durch Pi r². Na denn, das können wir noch hinschreiben. Höhe ist also Volumen geteilt durch Pi mal r². Beim Taschenrechner aber ganz, ganz doll aufpassen, dass ihr da nichts verschusselt. Da wird getippt V durch Pi durch r². Ansonsten kommt da Blödsinn raus. Also aufpassen. So, und jetzt kommen die Sandhaufen. Aufgabe 29. Alles, was oben spitz ist, Kegel, Pyramide, die haben immer eine Volumenformel, die anfängt mit 1 Drittel. So, also Volumen, 1 Drittel, Grundfläche mal Höhe. Für die Grundfläche kann ich natürlich noch Pi r² schreiben. So, und dann habe ich meine Formel für den Kegel. Jetzt kann es losgehen. Gegeben. 1 Meter für Radius und Höhe. Und gesucht ist das Volumen. Formel. V ist 1 Drittel Pi r² mal h. Einsetzen. 3,14. 1 Meter mal 1 Meter sind 1 Quadratmeter für r². So, und jetzt kommt der Taschenrechner ran und wir erhalten ein Ergebnis von 1,046 Kubikmetern. So. Also ein Kegel, der 1 Meter hoch und 2 Meter im Durchmesser ist, hat ein Volumen von etwa einem Kubikmeter. Die nächste Aufgabe ist mit 2 Metern Höhe und entsprechendem Radius. Einsetzen für r kommt jetzt 2 Meter, also 2 Meter mal 2 Meter, r Quadrat und die Höhe auch 2 Meter. Und dann gibt mir der Taschenrechner 8,37 Kubikmeter. Also, wenn die Höhe oder der Kegel doppelt so groß ist, dann ist das Volumen 8-mal so groß geworden. So, und jetzt Teil C besteht wieder aus zwei Teilen. Erster Teil ist aus einer Tonne das Volumen auszurechnen und wir kommen auf 0,66 Kubikmeter. Das ist wie mit dem Formeldreieck. Und jetzt aber der zweite Teil. Für einen Kegel gilt die Volumenformel 1 Drittel Pi r² mal h. Wenn der Radius genauso groß ist wie die Höhe, kann ich auch stattdessen 1 Drittel Pi mal r hoch 3 schreiben. Um das rauszukriegen, Seiten vertauschen. 1 Drittel Pi r hoch 3 ist also Volumen. Jetzt kommt ein kleiner Kunstgriff, gegen das 1 Drittel hilft mal 3. Dann ist das Ding weg und auf der anderen Seite steht aber dann 3 mal v. Beim r hoch 3 stört noch das Pi, also r hoch 3 ist 3 mal Volumen durch Pi. Okay, das ist die Formel für den Radius oder die Höhe bei unserem Kegel in der Aufgabe. Jetzt können wir loslegen. Volumen 0,66 Kubikmeter, gesucht ist der Radius. Formel. R hoch 3 ist 3 mal Volumen durch Pi. Einsetzen. R hoch 3 ist 3 mal 0,66 Kubikmeter durch Pi, 3,14 geschrieben. So, jetzt muss gerechnet werden. R hoch 3 ist
0,63 Kubikmeter. Und jetzt haben wir aber noch nicht den Radius, sondern wir müssen die dritte Wurzel ziehen. Dann haben wir auf der linken Seite den Radius stehen und aus 0,63 muss uns der Taschenrechner die dritte Wurzel ziehen. Ich tippe also 0,63, dritte Wurzel und er sagt mir 0,857. Ja, das schreiben wir jetzt auf. Die dritte Wurzel aus Meter hoch 3 ist einfach nur Meter. Und damit haben wir unser Ergebnis. Für die eine Tonne muss also der Kegel etwa 86 Zentimeter hoch sein. Na, und jetzt noch das Blatt Papier. Über die Dichte und die Masse komme ich an das Volumen von dem guten Stück ran. So, und das ist der erste Teil. Gegeben ist also mein Messwert 4,6 Gramm und die Dichte ist ziemlich unterschiedlich bei Papier. Wir rechnen mit 0,9 Gramm pro Kubikzentimeter. Formeldreieck fürs Volumen. V ist gleich m durch Rho. Einsetzen. Volumen ist also 4,6 Gramm durch die Dichte 0,9 Gramm pro Kubikzentimeter. Doppelbruch Zentimeter, also wieder nach oben. Aber erstmal der Taschenrechner. Der sagt mir Volumen 5,11 Gramm kürzlich weg, es bleibt Kubikzentimeter. Ein Blatt Papier hat also ein Volumen von 5 Kubikzentimeter. So, und jetzt kommt der zweite Teil. Ich weiß jetzt das Volumen. Ich weiß zwei Seiten und die dritte Seite kann ich damit ausrechnen. Los geht's. Gegeben ist das Volumen von 5,11 Kubikzentimeter. Die eine Seite vom DIN A4 Blatt ist 210 mm, also 21 cm, und die andere Seite ist 29,7 cm. Gesucht ist die dritte Seite, also die Dicke. Kurze Nebenrechnung für die Formel: V ist A mal B mal C. Seiten vertauschen. A mal B mal C ist V. C will ich rauskriegen, also stört A mal B. Weg. So, ich teile auf jeder Seite durch A mal B und habe dann die Formel: C ist V durch A mal B. Na, jetzt können wir einmal losmachen. Einsetzen. C ist also 5,11 Kubikzentimeter durch 21 Zentimeter mal 29,7 Zentimeter. Taschenrechner ran. Oh Gott, die vielen Nullen. 0,0082 Zentimeter. Kubikzentimeter geteilt durch Zentimeter geteilt durch Zentimeter. Bleibt also als Maßeinheit wirklich Zentimeter übrig. Ja, und wer mal die Dicke von einem Blatt mal 500 rechnet, der weiß ungefähr, wie dick ein Packen Kopierpapier ist. Wir liegen da gar nicht so verkehrt.